Jetzt stellen wir Ihnen einen Film vor, in dem gleich drei Hollywood-Stars mitwirken, nämlich Robert De Niro, Edward Norton und Mila Jovovich. Ganz genau. Und dieser Film heißt Stone. Sie wollen hier rausspazieren? Diese Tür bin ich! Sie wollen doch nur, dass die meinen Antrag ablehnen. Setzen Sie sich wieder hin! Sie haben noch nie was Schlimmes getan? Das wird Ihr Leben verändern. Hat funktioniert. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Verarschen Sie mich nicht! Wie lange muss jemand für eine Sache büßen, die nicht richtig war? Hast du ihm etwa von uns erzählt? Verschwinden Sie endlich, verdammt! Haben Sie auch gewusst, was Sie tun, als meine Frau ihn einblasen sollte? Die Wahrheit kommt zu dir als ein Klang und dir ist ehrfurchtgebietend. Ja, also ich war sehr gespannt auf Stone, als ich davon hörte, weil Robert De Niro mitmacht, Edward Norton und Mila Jovovich, die ich persönlich auch sehr gerne sehe. Für alle Mila Jovovich-Fans, sie zieht in diesem Film blank. Und das war es dann eigentlich auch schon mit den großen Highlights in diesem Film, weil ich persönlich finde ihn eigentlich ziemlich langweilig. Er beginnt sehr vielversprechend und wird nachher auf die Dauer immer langweiliger und zieht sich's hin und man hätte von so drei Weltstars irgendwie mehr erwartet, ne? Was hast du dazu? Naja, sie spielen ja alle sehr gut, aber sie spielen gegen ein schlechtes Drehbuch an, muss man ja so sagen, ne? Ganz genau. Ich finde auch, dass Edward Norton speziell unter seinen Möglichkeiten bleibt. Also wenn er so einen cleveren Häftling spielt, hätte man ihm auch noch viel mehr gute Dialoge schreiben können. Zum Beispiel wie in American History X, wo er da diesen Rechtsextremisten spielt und so. Der kann ja richtig extreme Charaktere spielen. Ja, und Robert De Niro spielt auch so ein bisschen so ein gealtertes Weichei irgendwie. Man erfährt zu Beginn etwas von seiner Ehe, wo es mal eine sehr extreme Situation gab in jungen Jahren und wo die Frau also fast abgehauen wäre. Und seitdem hat er wohl immer irgendwie so eine unterschwellige Angst seit vielen Jahren, dass seine Frau ihn verlassen könnte. Und das spielt halt so ein bisschen mit. Also es ist sehr viele Probleme, die da irgendwie mit reinkommen in diese ganze Geschichte von diesen einzelnen Charakteren, ist ja auch nicht schlecht, aber die Spannung leidet darunter. Die Handlung und die Spannung leiden darunter. Genau. Ist langweilig einfach, da passiert nichts. Ja, richtig. Mhm. Ja, und es ist auch ein etwas merkwürdiges Ende, das einen auch mit offenen Fragen zurücklässt. Mhm. Also man muss sagen, ja, schade. Ne? Schade. Drei so tolle können. Schauspieler und dann hat man so wenig draus gemacht. Ja. Mhm. Ich habe mich ein bisschen gelangweilt. Ja, muss ich auch sagen. Das hat mich nicht wirklich geflasht, dieser Film. Eine nackte Mila Jovovich alleine, die reißt es leider nicht. Reicht auch nicht, genau. Mensch, Robert De Niro, Edward Norton, was sind das beides für tolle Schauspieler, ne? Was kann man daraus machen? Schade. Fünf Punkte für diesen Film und fünf für die Extras. Was war dabei? Da war Making-of dabei. Trailer, ne? Das war's, genau. Da gibt es für den Film von mir 4 Punkte, weil ich finde, gerade wenn man drei solche großen Stars hat, darf man auch größere Erwartungen haben. Und für die Extras auch von mir 5 Punkte.